Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Im letzten Part haben wir die Kombination erfahren, die wir jetzt eingeben. Rechter Raum 2323. Willkommen zu Hause, Meister. Das Fort des Meisters ist nach wie vor so sicher. Was war das? Das war eine Katze. Langsam wird's echt ein bisschen crazy, verdammt hier. Aha. OMG. Bist du freundlich oder so? Nee. Kann ich nicht mit dir reden. Ganz schöne Unordnung hier. Okay, es verletzt mich wirklich. Dann würde ich sagen, können wir nicht auf dich draufsteigen? Nee, aber hierauf vielleicht. Du bist ein komisches Vieh. Nerdlookbuch, Datum 26.11. Laune, ich will motzen. Die Sonne scheint draußen. Bleib drin und sehe mir Quarz Cassiopeia 7 an. Staffel 1 hat bessere Dialoge und Sprecher als die späteren Staffeln. Jetzt mal im Ernst, nach der Traumsequenz ging es steil bergab. Obwohl die Animationen der Tuplup-Kampfroboter schon krass sind. Der einzige Grund für Staffel 3 war, Actionfiguren um Fahrzeuge zu verkaufen. Und wieso haben sie den Sonfke-Effekt verändert, der zu hören ist, sobald die Prinzessin erscheint, von Tintintintintintilling zu Tingetintintintilling. Als ob das niemand auffallen würde, pfft, warum fällt sowas auf? Sie sollten die Serie ohne Werbung laufen lassen und sich mehr nach den Fans richten. So wollen es die Fans. Und wir sind die Einzigen, die zählen. Ich werde die DVD-Box wohl trotzdem bestellen. Bei der Vorbestellung erhält man ein Kostüm gratis dazu. In der Wartezeit gehe ich online und erzähle jedem, der es nicht wissen will, wie schwachsinnig das ganze Angebot ist. Das ich trotzdem tun werde. So, kommt man nach da oben. Und du bist zu dumm zum Scheißen. Es ist korrekt. Komm hoch. Gut. Ein Schlüssel, oh mein Gott, endlich. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Da, wo Konrad ist, sind ja zwei Schlüssel gefragt. Wo Konrad und Tippi sind. Und wenn wir die linke Tür und die rechte Tür, und wir haben beide Kombinationen. Ja, ist ja super. Hä, wo sind wir? Erzähl was. Wir kommen jetzt ja halt. Ach so. Da sind wir her. Ach, ist ja richtig. Ist ja logisch. Gut, dann gehen wir die Strecke wieder zurück. Mit dir? Kein Problem. Zack. Okay. Links lang. Und jetzt hier. Was war da jetzt nochmal genau? Ich weiß es gar nicht mehr. Nichts Besonderes, ne? Nur hier so. Genau. Oh Mann. Oha. Na gut, es langweilt mich, weil wir es jetzt schon 100 Mal gemacht haben hier, die Passage. Ich wusste ja lange Zeit nicht, wie das gehen soll. Mit den ganzen. Wo ich die Codes herbekomme, meine ich. So, lass mich durch. Ich tu das ein bisschen beschleunigen. Yay. Verdammt. So wird man auf den Boden der Realität zurückgeholt. So, du bist dran. Komm her. Ist eigentlich ganz einfach, wir müssen immer nur wahr drücken. Nein, 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 nein. Geh mal zurück. 28, 28. Genau. Willkommen zur Hase, Meister. Miau, aufpasse, hat euch vermisst. Was ist das? Meine Inside-Statistiken. Was sind diese Katzen als? Ich verstehe es nicht. Vielleicht finde ich es noch raus. Aha. Yay. So, das sieht aus wie dasselbe. Dasselbe wie eben.
Soll mir recht sein. Ich finde so Easter Eggs geil. Guck mal, in den Regalen sind Yoshis. Also ich habe Paper Mario 2 nie gezockt. Achso, ja, komm, nerv nicht. Aber ich erkenne, dass es die sind. Aus Alis LP. Yay. Gut, dann können wir jetzt zum Konrad. Was für ein Name, oder? Konrad. So könnte ich meine Kuh in Harvest Moon nennen. Okay, wir kommen jetzt auf schnellsten Wegen zurück. Princess Peach lässt sich geleiten. Piep, piep, piep. Nur Zeit, dass wir unseren... Ja, ich finde, Tippi gehört einfach dazu, ne? Also, hat man schon gemerkt, dass sie fehlt, irgendwie. Das dumme Gelaber vor jedem Kapitel. Ich kann das reine Herz spüren. Das hat irgendwie gefehlt. Yeah, ich schnutze diesen Pixel noch ein bisschen aus. Dadurch sind wir schneller, oder? Wenn wir... Ja, ja, wir sind schneller. Ups. Wow. Verletzt. Genau. Ab durch die Mitte. So, es wird jetzt Zeit, Leute. Es wird langweilig mit euch. Schlüssel akzeptiert, Miau. Ah, das soll auch eine Katze sein. Toll. Miau. Beide Schlüssel akzeptiert, Miau. Einen Moment, du siehst gar nicht wie der Meister aus. Nur Meister Konrad und... Total heißen Bräuten ist der Zutritt jetzt hier gestattet. Alle anderen bekommen den Miezenlaser zu spüren. Nein, lass es. Ich bin Peach, Mann. Faszinierend. Okay, bringt wohl nichts. Oder? Jetzt vielleicht? Okay. Nur Meister Konrad, du total heißen Bräuten. Ist der Zutritt hier gestattet. Eintritt wird bei voller Kompatibilität mit Meister Konrad gestattet. Bitte antworte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr, Miau. Videospiele und heiße Bräute sind vom Feinsten. Da stimme ich zu. Ist es eine limitierte Edition, ist der Kauf Pflicht. Ich muss ja tippen. Ich habe Videospiele gekauft, die ich dann nicht gespielt habe. Das ist wahr. Kämpfen riesige Roboter gegen riesige Roboter, muss man es einfach kaufen. Nee. Es sind keine Puppen, es sind Actionfiguren. Ja. Diskussionen um Raumschiff Corrosion haben schon einmal eine Freundschaft ruiniert. Kann ich mir vorstellen. Ein krass cooles Cover ist wichtiger als die Handlung. Ja. Niemals den ersten Comic des Stapels nehmen. Der Comic muss neuwertig sein. Ah, es nervt jetzt. Meine erste Liebe war ein Anime-Charakter. Ja. Mein Gott. Ich bin wirklich ein Nerd. Nein, Spaß. Ich liebe es, mich in Foren über Spiele zu beschweren, die ich nie gespielt habe. Jetzt aber rein da. Zeit zur Vergeltung. Wer bist denn du? Hey, was machst du in meinem Zimmer? Ich schon mal vom Privatsphäre gehört. Oder bist du Konrad? Ich habe überall nach dir gesucht. Nach mir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist eine heiße Braut. Heiße Braut-Alarm. Was? Oh Mann, eine echte Frau in mein Zimmer. Kiki, muss mich beruhigen. Ich bin so aufgeregt. Viel zu aufgeregt. Wieso fange ich an zu schwitzen? Leute, Leute. Unfähig mit Frauen zu sprechen. Brauche meinen Laptop. Ja, miteinander chatten. Nerd-to-Babe-Schnittstelle aktiviert. Oh, nee, oder? Komm in meinen Fort. Wie geht es dir, KKK? Was ist das denn? Was geht denn vor sich? Ich lade dieses Programm immer, wenn ich mit dem Bräuten spreche. Das wird krass. Wir lassen es von Barbasode eben mal einen Job machen. Wie soll ich anfangen? Hey. Wie heißt du? Mein Name? Ich
Ich heiße Peach, du hast deinen Namen, ich bin genervt. Ein Netz von dir verrate ich meinen Namen sicher nicht. Boah, ist sie kalt, das schockiert mich schon ein bisschen. Sie ist ein harter Brocken, aber irgendwie ist das auch heiß. Konrad fühlt sich weiter angezogen. Konrads Leidenschaft steigt um ein Level. Oh Mann, was nun? Knutschen? Ich tue es nicht auswählen, ne? Es wählt auch nicht er aus, scheinbar, sondern... Du bist so niedlich, fast wie eine Prinzessin aus einem Comic oder Videospiel. Und so lebhaft, aber das hört deinen Charme nur noch. Du findest mich charmant? Ich zeig dir gleich lebhaft. Ja, was soll ich machen? Soll ich mit dem... Ja, mach halt so. Ich werde dir rot. Du bist ein ganz schöner Schmeichler, Konrad. Oh, das ist nett, danke. Das sagst du jedem Mädchen, oder? Auf keinen Fall, du bist die Erste. Zumindest die erste echte Frau. Ein Kompliment. Konrads Ego und Leidenschaft steigen um ein Level. Es nervt. Und was nun? Inventar. Item geben. Anime, seltene Comic. Rosa besetzt ein Signaturposter. Ich tue nichts steuern, ne? Ich sag's nur mal dazu, ist automatisch. Als Zeichen meiner Zuneigung möchte ich dir dieses Geschenk überreichen. Peach hält das signierte rosa Prinzessin-Poster. Oh, was soll ich mit diesem Müll? Willst du mich mit dem Ding etwa beeindrucken? Du machst wohl Witze. Oh, es tut mir leid. Sie ist überhaupt nicht beeindruckt. Sie kennt sich aus, genauso wie ich. Peach, gib das Poster zurück. Konrad, das beeindruckt. Konrads Leidenschaft steigt um ein Level. Und als nächstes, jetzt nervt's aber jetzt. Videospiele. Na, Zukunft. Wir sind füreinander bestimmt aus Schicksal. Wir sollten heiraten. Heiraten? Wie viel verdienst du denn? Typisch Weiber. Wenn du mich willst. Willst du mich? Das hat ja gerade schon mal so ein bisschen von diesen seltsamen japanischen Spielen, wo das ganze Spiel nur um Flirten geht, ehrlich. Fragen, Antworten, Reaktionen, bla bla. Kennt ihr doch bestimmt. Wer sucht eigentlich diese Antworten für mich aus? Ich heirate diesen Trottel nicht. Wieso spreche ich überhaupt mit ihm? Ich wollte Tippi retten. Wo ist sie? Tippi. Reden? Denken? Inventar? Hier gibt es keinen Tippi-Befehl. Wovon sprichst du überhaupt? Jetzt reicht's mir aber. Du lässt sie sofort besser frei. Denken, Make-up, Pixel, Kavumso. Was? Peach verwendet Kavumso. Kavumso explodiert. Nein, meine Grafikkarte. Seltsame Abwechslung, aber okay. Das war die einzige funktionierende Version von Air to Babe. Jetzt ist sie zerstört. Reale Beute machen mir Angst. Peach? Tippi, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du bist gekommen, um mich zu retten. So, ihr habt also meinen fortgestürmt und wollt Konradischen stehlen. Ach so, hat er Tippi genannt, Konradischen. Nun nein, das werde ich nicht zulassen. Der Name Konradischen stammt übrigens von mir. Krass, oder? Zuerst fand ich etwas komisch, dass du sprechen kannst. Aber die Reaktion auf Lepidonionär haben mich überzeugt. Du bist mein einziger Offline-Freund. Niemand wird dich mehr wegnehmen. Tschüss. Ach so. Ihr könnt mich nicht sehen, hä? Meine Kräfte sind eben vom Feinsten. Kleinen Kronen habe ich versteckt, damit ihr sie mir nicht wegnehmen könnt. Ich bin wie der verschmähte Krustion vom Staffelende von Ralph of Krustion. Spürt meine Rache. Na toll, Kampf gegen den Nerd schlicht hin. Aber erst im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao.